Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie in der Sprechstunde Altona heute sind und hier im Live-Chat uns zuhören wollen. Mein Name ist Uwe Kehler. Ich bin der Leiter der neurochirurgischen Abteilung hier in Altona und will Sie heute Abend auf eine kleine Reise durch das Gehirn mitnehmen und Sie informieren über Hirntumoren, was es da gibt, was man machen kann, wenn man von einer solchen fürchterlichen Erkrankung betroffen ist. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten etwas über die Neurochirurgie, aber dann vor allen Dingen natürlich über Hirntumoren erzählen. Was kann man eigentlich machen, wenn man einen Hirntumor hat und was bedeutet das? Aber vielleicht einleitend ganz kurz ein paar Worte zur Neurochirurgie, wenn ich das hier blättern kann. Jetzt ist irgendwie das weg. Jetzt habe ich gut. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das. Ich habe Ihnen einmal kurz noch mal gezeigt hier auf diesem Bild, was für Schwerpunkte wir hier in Altona in der Neurochirurgie haben. Die Neurochirurgen behandeln ja alles, was im Gehirn behandelbar, chirurgisch behandelbar ist, aber auch an Nerven, an der Wirbelsäule. Und so haben wir ein paar Schwerpunkte, insbesondere im Bereich des Hydrocephalus oder des Wasserkopfes. Hirntumor ist ein sehr großer Schwerpunkt bei uns. Da werde ich Ihnen in den nächsten Minuten sehr viel mehr erzählen. Dann gibt es Gesichtsschmerzen und ein Gesichtszucken, sogenannte Trigeminusneuralgie und den Hemispasmus facialis, einer unserer ebenfalls ganz großen Schwerpunkte, wo wir eine besondere Expertise aufweisen. Hirnblutung, Subarachnoidalblutung, Aneurysmablutung sind ebenfalls ein Großteil der Notfallversorgung, die wir hier in der Neurochirurgie Altona durchführen. Und natürlich die Wirbelsäule, die Volkserkrankung Wirbelsäule mit Bandscheibenvorfällen, Stenosen, Wirbelgleiten, Tumore und sowas. Darüber werde ich auch in einem weiteren Chat, in einer weiteren Sprechstunde Altona noch einmal berichten. Und zwar am 28. Oktober werden wir über zervikale Bandscheibenvorfälle, also Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule sprechen. Die Neurochirurgie Altona ist eine Abteilung mit knapp 2000 Operationen im Jahr. Wir sind 13 Ärzte in der Neurochirurgie mit 9 Fachärzten und wir führen im Jahr etwa 350 Hirntumoroperationen durch und haben damit eine sehr große Expertise und eine große Erfahrung bei Hirntumoren. Wichtig ist natürlich in einer großen Klinik, dass die neurochirurgische Versorgung, die ärztliche Versorgung auch rund um die Uhr gewährleistet werden kann. Und so ist immer ein Neurochirurg hier vor Ort, 7 Tage in der Woche. Das ist auch der große Unterschied vielleicht zu kleinen Abteilungen. Wenn dann mal doch irgendetwas passiert, dann kann dieses immer und jederzeit natürlich fachgerecht behandelt werden. Nun komme ich aber auf den eigentlichen Vortrag von heute, Hirntumor, was nun? Viele Patienten, die irgendeine Symptomatik haben, bekommen deshalb eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie und dann hören sie plötzlich die Diagnose Hirntumor und die Welt bricht erstmal zusammen. Wenn man dieses hat, ohne dass es weiter erläutert wird, was dahinter steckt, dann hat man natürlich Angst. Es ist katastrophal für einen. Man macht sich Gedanken, muss ich sterben, werde ich verrückt? Was passiert zum Beispiel mit meinen Kindern? Und auch so, es wird nichts, wie es mal war. Und das ist eine erhebliche Belastung für denjenigen, der diese Diagnose hat. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man schnell zu einem Behandler geht, der eine große Expertise dort hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass ein Patient, der diese Diagnose, auch wenn es ein ganz gutartiger Hirntumor ist, aber wenn es die Erstdiagnose ist, dass er zeitnah vorgestellt wird bei einem Hirntumorspezialisten und hier insbesondere bei einem Neurochirurgen. Und der Neurochirurg, der kann Sie darüber aufklären, was das vermutlich für ein Tumor ist, ob das überhaupt schlimm ist,
Manche Tumoren sind ja gar nicht schlimm, manche braucht man gar nicht operieren und nicht behandeln. Manche sind aber natürlich schon ziemlich schlimm und müssen behandelt werden. Aber dann muss man natürlich und sollte man schnell auch wissen, was eigentlich auf einen zukommt, wie es eigentlich weitergeht. Und deshalb ist diese frühe Vorstellung bei dem Hirntumorspezialisten notwendig nach der Erstdiagnose. Und man muss wissen, heute können viele Hirntumoren geheilt werden. Manche Hirntumoren, das werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen, die muss man gar nicht behandeln, die muss man nur beobachten. Es gibt auch viele Tumoren, die gar nicht so gutartig sind, die man aber trotzdem lange Zeit mit den verschiedenen Behandlungen sehr gut kontrollieren kann. Ob das nun OP, Bestrahlung oder Chemotherapie ist. Und da hat man natürlich auch erhebliche Fortschritte gemacht. Das ist nicht mehr wie vor 10 oder 20 Jahren, sondern deutlich sicherer geworden. Und wenn man dann beim Hirntumorspezialisten ist, der wird dann auch sehr schnell sagen, wie es weitergehen soll, was man machen soll, ob man gleich eine Operation vielleicht planen muss oder ob man eine bestimmte medikamentöse Behandlung durchführen muss. Das kriegen Sie alles und Sie kriegen sozusagen einen Fahrplan mit nach dieser Erstdiagnose, damit Sie erstmal etwas beruhigt sein können. Und das ist ganz interessant, wenn man mal so schaut, was für berühmte Persönlichkeiten auch Hirntumoren gehabt haben, ist man vielleicht selbst auch etwas beruhigter. Ich habe mal im Internet nachgeguckt, welche Leute denn verschiedene Hirntumoren gehabt haben. Manche kennen vielleicht den einen oder anderen. Elizabeth Taylor kennen vielleicht viele. Die hat ein Meningiom gehabt. Heiko Herrlich, ein Fußballer, oder auch Lance Armstrong, der mehrfacher Gewinner der Tour de France. Die beiden haben ein Germinom, ein Keimzelltumor des Gehirns gehabt. Oder auch Edward Kennedy zum Beispiel, der hat ein Glioblastom gehabt. Was diese verschiedenen Tumorarten zu bedeuten haben, das werde ich Ihnen auch gleich noch erzählen. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass man weiß, dass man gar nicht alleine da steht, dass auch viele andere solche Tumoren haben. Wenn ein Patient mit einem Tumor kommt oder mit dieser Diagnose, dann ist der Arzt zunächst einmal gefragt, um zu sehen, ob es früher schon irgendwelche Zeichen gab. Man muss neurologisch untersuchen, um zu gucken, ob irgendwelche Ausfälle durch den Tumor da sind. Das können mal Lähmung sein, das können mal Sprachstörungen sein, das können aber auch Verhaltensstörungen, Gedächtnisstörungen, Sehstörungen sein. Da gibt es eine große Varianz. Und dann muss man natürlich die Bildgebung, die insbesondere die Kernspintomographie anschauen. Ich zeige Ihnen gleich einige dieser Bilder. Hier sehen Sie so ein Potpourri von verschiedenen Tumoren. Weil wir so viele Tumoren hier bei uns in Altona behandeln, sehen wir natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Tumoren. Und Sie können hier vielleicht auch sehen, nicht? Ein Tumor, ein riesiger Tumor hier zum Beispiel, hier der Schädelbasis. Sie sehen, wie unterschiedlich auch die einzelnen Tumoren sein können. Was macht denn ein Hirntumor eigentlich für Symptome? Das ist immer ganz abhängig von der Lokalisation. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal später. Aber ein Tumor kann Kopfschmerzen machen, er muss aber überhaupt keine Kopfschmerzen machen. Wenn er zum Beispiel in der Region dort liegt, wo die Bewegung koordiniert ist, Entschuldigung, dann kann es zum Beispiel mal eine Halbseitenlähmung geben. Oder im Sprachzentrum, hier zum Beispiel, dieses im Sprachzentrum, das gibt natürlich ein Sprachzentrum. Wenn Sie einen großen Tumor im Stirnhirn haben, dann kann es mal zu einem organischen Psychosyndrom oder zu einer scheinbaren Demenz oder zum Symptom der Demenz kommen. Es kann auch epileptische Anfälle machen oder Gesichtsfeldstörungen und so weiter. Aber gar nicht selten ist ein Tumor auch ein Zufallsbefund, wo jemand vielleicht mal eine leichte Gehirnerschütterung gehabt hat und sicherheitshalber eine Computertomographie oder auch gleich eine Kernspintomographie gekriegt hat. Und oh Gott, da sieht man einen Hirntumor. Also es ist gar nicht selten, dass wir Patienten haben, die auch einen Hirntumor als Zufallsbefund haben. Hier sehen Sie noch einmal ein solches Gehirn und an verschiedenen Stellen sind verschiedene Funktionen kodiert oder lokalisiert. Also Sie sehen zum Beispiel hier ein Sprachzentrum, hier noch ein Sprachzentrum. Hier sind die Bewegung, die Gefühlsstörungen, die hier lokalisiert sind. Und wenn Sie, je nachdem, wo ein Tumor ist, haben Sie entsprechenden Ausfälle. Und hier sehen Sie den sogenannten Homunculus.
Hier sieht man in der Region, dort wo die Sprache und die Gefühlsstörung lokalisiert ist, wo das ist. Wenn Sie ganz oben zum Beispiel oder hier im Bereich der zwischen den beiden Hirnhälften hier einen Tumor haben, dann haben Sie vielleicht nur eine Lähmung des Fußes oder des Beines. Wenn hier ein Tumor zum Beispiel wäre, dann haben Sie vielleicht eine Gesichtslähmung. Und die Hirntumorspezialisten wissen natürlich, wo was zu erwarten ist. Und allein nach der neurologischen Untersuchung können Sie häufig sagen, da oder da ist ein entsprechender Tumor zu vermuten. Und wenn so ein Tumor vermutet wird, dann guckt man sich das auf den Bildern an. Und wenn man, das sind insbesondere Kernspintomografien. Und ich zeige Ihnen jetzt mal eine ganze Reihe von solchen Kernspintomografien. Da werden Sie einmal sehen, diese Verschiedenartigkeit der Tumore. Und dieses hier sind zum Beispiel die Bilder von einem Mann, der war so etwa 75 Jahre alt, der hatte Kopfschmerzen gehabt und hatte epileptische Anfälle. Sie sehen hier einen Tumor, der relativ gut begrenzt ist und der hier oben überall an die Oberfläche des Gehirns geht. Das geht gar nicht eigentlich in das Gehirn rein, sondern verdrängt das Gehirn nur nach innen. Der geht von den sogenannten Hirnhäuten aus. Und solchen Tumor kann man in der Regel operativ entfernen und der Patient ist geheilt. Die Prognose ist also super. Hier sehen Sie zum Beispiel mal auch einen Patienten, der Kopfschmerzen hatte, der aber auch Sehstörungen und Hormonstörungen gehabt hat. Hier ist ein großer Tumor, der hier im Bereich der Hirnanhangsdrüse sitzt und die Sehnervenkreuzung, die hier oben ist, nach oben drückt. Einen solchen Tumor kann man zum Beispiel durch die Nase mit dem Endoskop oder mit dem Mikroskop entfernen, entfernen. Und dann kann man die Sehnervenkreuzung, die Sie hier sehen, durch das Endoskop vollständig befreien und auch die entsprechenden Sehstörungen wieder bessern. Prognose also auch super. Auch häufig Heilung. Dann sehen Sie hier einen Tumor, der sieht eigentlich in der gleichen Regel, aber völlig unregelmäßig begrenzt. Und wenn man sowas sieht, dann denkt auch der Chirurg, sowas, wie soll man sowas bloß operieren? Das geht ja überall hin und da kommt man gar nicht hin. Aber dieser Patient hat die gleichen Störungen gehabt wie der Patient davor, nämlich Kopfschmerzen, Sehstörungen und Hormonstörungen. Und man konnte in dem Blut erkennen, dass das ein Milchhormon produzierender Tumor war. Und diesen Tumor, den musste man gar nicht operieren, den konnte man einfach nur mit Medikamenten behandeln. Obwohl er so furchtbar aussieht, brauchte man sonst gar nichts machen. Sie sehen hier zwei Tumoren, wie unterschiedlich die auch mal aussehen können. Der erste Tumor, den man sehr gut entfernen kann. Hier diesen Tumor, der so fürchterlich aussieht, den man aber relativ gut mit relativ harmlosen Medikamenten gut in den Griff bekommen kann. Hirntumore, wie häufig sind die eigentlich und was ist das eigentlich? Die primären Hirntumore, das sind alle Tumore, gut und bösartig, die im zentralen Nervensystem entstehen. Das sind vor allen Dingen die neuroepithelialen Tumore, die sogenannten, die eigentlichen Hirntumore, die aus dem Hirngewebe entstehen. Die ganz bösartige Variante ist hier das Glioblastom und sonst die Astrozytome, Oligodendrogliome, Ependymome. Tumoren sind zum Glück nicht sehr häufig, aber immerhin rechnen wir etwa so mit 8000 Neuerkrankungen pro Jahr. Und die meisten tatsächlich von diesen Hirntumoren, die entstehen im Hirngewebe selbst. Es gibt aber auch viele Tumoren, die von den Hirnhäuten entstehen, sogenannte Meningiome. Die machen auch einen relativ großen Anteil aus. Und Sie sehen die anderen Tumoren, Hypophysentumoren, die ich gerade schon gezeigt habe, von der Hirnanhangsdrüse oder auch Nervenscheidentumoren, die ich später zurückkomme. Dann gibt es aber auch sekundäre Hirntumoren, das sind Tumoren, die von bösartigen Krebserkrankungen Absiedlungen im Gehirn machen, also Metastasen. Hier sehen Sie nochmal einen ganz fürchterlichen Tumor, weil der so an verschiedenen Stellen ist. Dies ist ein sogenannter Keimzelltumor. Da kann der Operateur, der Neurochirurg, gar nicht so ganz viel machen, außer eine Probe nehmen, aber er kann so einen solchen Tumor gar nicht entfernen. Aber auch hier bei diesem Tumor war es so, dass dieser Tumor mit einer Chemotherapie und einer Bestrahlung
in vielen Fällen sogar heilbar ist. Übrigens ist es ein Tumor, sind jetzt nicht die Bilder von diesen beiden hier, nämlich Heiko Herrlich und Lance Armstrong, aber beide haben auch einen solchen Keimzelltumor gehabt und sind geheilt davon. Hier sehen Sie einen leider sehr bösartigen Tumor. Hier Kennedy hatte so einen solchen Tumor. Sie sehen einen Tumor, der so ganz irregulär begrenzt ist. Manche Stellen sieht er auch ganz gut begrenzt aus, dann eine Schwellung macht drumherum. Dieser Tumor ist häufig schwieriger zu behandeln, aber das zeige ich Ihnen später auch nochmal. Oder hier ein Tumor vom Gleichgewichtsnerven ausgehen, ein sogenanntes vestibulares Schwannom oder Akustikusneuronom. Diese Tumoren sind nicht einfach zu operieren, aber diese Tumoren kann man häufig weitestgehend oder vollständig entfernen und die Prognose für die Patienten trotz dieses großen Tumors ist sehr gut. Und hier zum Beispiel Metastasen, also Tochtergeschwülze von anderen Erkrankungen. Dieses ist von einem Melanom, also vom schwarzen Hautkrebs, eine Metastase gewesen, die eingeblutet hat. Da muss man sagen, gerade bei den Melanomen, wenn man solche Metastasen gehabt hat, vor 20 Jahren bedeutete das das sichere Todesurteil. Die Patienten waren in der Regel nach einem halben Jahr tot. Heute haben diese Patienten, wenn man sie behandelt, wenn man diesen Tumor entfernt, wenn man sie bestrahlt, Chemotherapie, immuntherapiert, haben häufig eine Lebenserwartung von vielen, vielen Jahren. Aber hier ist natürlich ein Desaster, wenn ich das so sagen darf. Sie sehen hier wahrscheinlich 100 Metastasen, vielleicht noch mehr, von einem Mammakarzinom, also einem Brusttumor, einem bösartigen Brusttumor. Da ist natürlich die Begrenzung der Therapie schwierig, aber auch im Einzelfall kann hier die Chemotherapie ganz gut helfen. Und hier sehen Sie so einen gigantischen Tumor. Nicht? Der war in den ersten Jahren noch ein bisschen kleiner. Wenn ich hierzu sagen darf, dass wenn man sowas sieht, denkt man, Mensch, das kann doch, der Mensch muss ja furchtbar drauf sein. Das war eine große Unternehmerin in Hamburg, die auch mit diesem Tumor noch ein Unternehmen erfolgreich leiten konnte. Dieser Tumor, diesen haben wir auch mehrfach operiert. Zumindest konnten wir, auch wenn dies ein ganz bösartiger Hirntumor war, die Patientin doch viele Jahre ganz gut in einem guten gesundheitlichen Zustand halten und sie konnte auch ihr Unternehmen noch lange führen. Leider ist es so, dass gutartige Hirntumoren, die aus dem Hirngewebe herauskommen, mit der Zeit leider bösartiger werden. Und das muss man immer beachten. Das weiß aber jeder Hirntumorspezialist und entsprechend schaut er das an. Ein WHO-Grad-2-Tumor, den nennen wir noch niedermaligne, aber wenn dieser Tumor nicht entfernt werden kann, und das kann er in der Regel nie vollständig, dann wird es über die Jahre, das kann nach 10 Jahren sein, 15 oder 20 Jahren sein, zu einem ganz bösartigen Tumor, zu einem sogenannten Glioblastom. Manchmal ist aber auch unter einem Hirntumor was anderes dahinter. Es kann auch mal sein, dass da nur ein Abszess ist. Nur ein Abszess natürlich, der macht einen auch krank, aber den kann man natürlich relativ einfach behandeln und auch langfristig behandeln und die Patienten häufig auch gut heilen. Manchmal weiß man nicht, ist das ein gutartiger Tumor oder ist das vielleicht wie in diesem Fall eine Hirnmetastase. Deshalb ist es auch immer wichtig, wenn man das nicht sicher weiß, dass man diese Patienten operiert, dass man das Gewebe herausnimmt, dass man es feingeweblich untersucht, damit man nicht eine weitere Therapie möglicherweise unterlässt, die notwendig ist und die Lebensqualität erhalten kann. Die Kernspintomographie, die wir heute machen, die zeigt uns nicht nur die Tumoren, sondern die zeigt uns auch die verschiedenen Bahnen, wo es lang geht. Wir können also an der Kernspintomographie sehen, welche Bahnen sind wichtig. Und das ist für den Operateur ganz wichtig, damit er solche Bahnen nicht zerstört während der Operation und es nachher irgendwelche Störungen gibt. Auch gibt es verschiedene Techniken in der Neuroradiologie, um möglicherweise auch der Tumorart näher zu kommen. Sie können das hier sehen, da wird eine sogenannte Spektroskopie gemacht und manchmal kann man mit dieser Spektroskopie dann genau sagen, ob das so ein oder so ein Tumor ist, wenn man das anders nicht unterscheiden kann.
wenn wir jetzt einen Patienten haben und alles an Bildgebung, an Diagnostik haben, dann ist jetzt natürlich die Entscheidung, was soll man weitermachen? Wie soll es weitergehen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hängt auch immer von der Tumorart ab. Bei den Hirnhauttumoren und bei den gutartigen Tumoren, da kann man immer unterscheiden, ob man gar nichts macht und erstmal zuwartet, guckt, wie es weitergeht. Oder man muss es vielleicht doch operieren oder vielleicht nur bestrahlen oder vielleicht auch eine Kombination aus diesem. Bei den anderen Tumoren ist das ganz ähnlich. Da gibt es viele verschiedene Behandlungsoptionen, auf die ich zumindest teilweise noch ein bisschen eingehen werde nachher. Bei den Gliomen und Glioblastomen, da gibt es in der Regel neben der Operation immer eine Kombinationstherapie aus Bestrahlung und einer Chemotherapie. Und neu in den letzten Jahren gibt es auch sogenannte Wechselstromfelder, mit denen man das Wachstum eines solchen Tumors bremsen kann. Und bei Metastasen gibt es dann noch weitere Sachen, die neben der Chemotherapie, insbesondere auch die Immuntherapie, wie zum Beispiel beim Melanom, ich habe das ja schon kurz erwähnt. Nun einmal hier ganz kurz zu Wait and See, das will ich Ihnen mal zeigen, also dass man einen Tumor, einen Hirntumor gar nicht behandelt, sondern nur beobachtet. Sie sehen hier einen Tumor bei einer Patientin, die eine Hörstörung hatte. Und die hat 2013 hat sie hier diesen Tumor gehabt und der wurde dann weiter kontrolliert. Und 2017 sieht man, Mensch, dieser Tumor hat überhaupt nicht an Größe zugenommen. Einen solchen Tumor muss man dann auch gar nicht operieren. Da kann man einfach abwarten. Man muss ihn aber weiter kontrollieren. Dagegen, und hier auch ein kleiner Tumor, der aussieht wie ein Hirnhauttumor. Auch da muss man erstmal gar nichts machen. Das war auch ein Zufallsbefund hier, aber man muss das kontrollieren. Leider ist die Kontrolle hier nicht regelmäßig durchgeführt worden, sondern erst 11 Jahre später und da war es so ein großer Tumor. Trotzdem war die Patientin noch im relativ guten Zustand und auch dieser Tumor ist relativ einfach für uns zu entfernen. Man hätte ihn natürlich lieber so einen kleinen als so einen großen Tumor entfernt, aber da er größer geworden ist, ist klar, das muss man entfernen, sonst gibt es schwere Ausfälle, schwere Störungen und man nimmt so einen Tumor weg und der ist dann allein dieses Meningiom durch die Operation geheilt. Aber wenn man nicht operiert, sondern nur beobachtet, dann darf man die Kontrollen nicht vergessen. Und ganz wichtig ist es nochmal, wenn man etwas kontrolliert, dann muss man die aktuelle Kontrolle immer mit der ersten Kontrolle vom Tumor vergleichen. Wenn man immer das aktuelle Bild mit dem letzten vergleicht, dann sieht man immer, ist der Tumor gar nicht größer geworden. Eigentlich ist der Tumor gar nicht größer geworden im letzten halben Jahr, nochmal im halben Jahr davor. Aber wenn man das aktuelle mit vielleicht einem Bild vor Jahren vergleicht, sieht man, das hat doch erheblich an Größe zugenommen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich immer die Mühe macht, wenn man einen Hirntumor nicht operiert, sondern abwartet, wie er sich verhält, dass man immer auch das erste Bild, wo der Tumor diagnostiziert worden ist, mit dem letzten Bild vergleicht und nicht nur das mit dem aus dem letzten halben Jahr. Wenn es nun zur Operation kommt, dann muss man sehen, warum man das eigentlich machen soll. Man muss einmal durch die Operation natürlich die feingewebliche Diagnose des Tumors sichern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Operation. Aber man will natürlich die Raumforderung, das, was auf das Gehirn drückt, will man entfernen. Manchmal kann das Hirnnervenwasser auch nicht mehr richtig zirkulieren, weil der Hirntumor darauf drückt. Das ist natürlich auch notwendig. Das gelingt aber gleichzeitig mit der Entfernung der Raumforderung. Hirntumor machen häufig eine Schwellung um den Tumor herum. Und wenn man das operiert, geht das sehr schnell zurück. Wenn man es bestrahlt, dann bleibt diese Schwellung leider. Deshalb muss man häufig erstmal operieren und kann hinterher auch dann ganz gut bestrahlen. Es gibt da weitere Optionen neben der Operation, natürlich die Bestrahlung, Chemotherapie und das andere, was ich Ihnen schon erzählt habe. Ich werde nachher nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Voraussetzung, wenn man einen Hirntumor operiert, ist, dass man durch die Operation nicht die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigt, sondern man muss die Lebensqualität erhalten. Man will also mit der Operation keine zusätzlichen Ausfälle schaffen.
und, wenn es geht, die Ausfälle, die er hat, sogar noch verbessern. Und man darf auch nicht lange im Krankenhaus sein. Insbesondere wenn es bösartige Tumoren sind, ist es wichtig, dass man da nicht den Rest seines Lebens im Krankenhaus verbringt. Und tatsächlich ist es so, bei den meisten Hirntumoren, da können die Patienten 5 Tage, 6, 7 Tage nach der Operation das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Ich habe schon gesagt, man darf bei einer Hirntumorbehandlung, bei der Operation, keine Verletzung von gesundem Hirngewebe durchführen. Und man sollte trotzdem versuchen, immer eine komplette Tumorentfernung durchzuführen, was aber natürlich schwierig ist, wenn Tumoren oder unmöglich ist, wenn Tumoren so diffus wachsen wie so ein Tintenklecks auf dem Löschpapier. Und man muss natürlich auch immer sehen, dass Patienten hinterher nicht entstellt sind durch die Tumoroperation. Das sollte man immer bedenken. Wie machen wir das nun, die Neurochirurgen? Wir haben ein großes Equipment, um dieses so durchzuführen. Das Wichtigste bei uns ist sicherlich das Mikroskop. Wir haben ein Mikroskop, ein Operationsmikroskop, um einmal natürlich alles vergrößert zu sehen, viel besser zu sehen, besser ausgeleuchtet zu sehen. Und natürlich durch das bessere Sehen und das Sehen von feineren Strukturen, diese auch besser schützen zu können. Aber heute ist es so, dass ein Mikroskop einem zahlreiche Zusatzinformationen einspielt oder man sich einspielen lassen kann, wie Sie das hier sehen. Man kann sich eine Navigation einspielen lassen. Man kann Tumor anfärben. Darauf werde ich auch gleich nochmal kurz zurückkommen. Und hier sehen Sie das Equipment aus unserem Operationssaal. Hier ist zum Beispiel eine Navigation, so etwas, wie Sie auch aus dem Auto kennen mit der Navigation fürs Auto. Sowas haben wir auch im Gehirn. Wir können eine intraoperative Gefäßdarstellung machen, eine Angiografie. Wir haben eine intraoperative Bildgebung mit der Sonographie, dass wir immer genau sehen können, wie weit wir sind. Wir können zum Beispiel die Funktion des Gehirns mit dem sogenannten intraoperativen Monitoring uns anschauen und sicher sein, dass wir dann möglichst nichts kaputt machen. Hier sehen Sie nochmal so eine Navigation, auch im Auto. Wenn Sie irgendwo hinfahren, dann wollen Sie immer wissen, genau wo es lang geht. Und vor allem, wenn Sie sich irgendwo an irgendwelchen Stellen nicht auskennen, zeigt Ihnen das immer genau, wie es geht. Das haben wir im Gehirn auch. Wir können dann sehen, wo ist der Tumor genau, wo sind möglicherweise irgendwelche Regionen, die man schützen muss. Oder wir können uns auch die Bahnen, die Hirnbahnen, die Verbindung von verschiedenen Hirnteilen, die wir nicht verletzen dürfen, auch mit einblenden. Hier sehen Sie noch einmal diese Bahnen des Gehirns, die man schützen muss, nicht? Und Sie sehen zum Beispiel, hier ist die sogenannte Pyramidenbahn. Und wenn man jetzt hier durchoperieren würde, dann würde man die Pyramidenbahn zerstören und würde möglicherweise hier dann, obwohl man den Tumor gut entfernen kann, trotzdem eine Lähmung haben. Deshalb muss man hier von oben und weiter vorne kommen, um diese Bahnen entsprechend zu schonen. Hier können wir uns zum Beispiel darstellen, wo das Sprachzentrum ist, damit wir das ganz genau wissen, weil es da auch verschiedene oder kleine Unterschiede gibt. Sie sehen hier einen Tumor, der eigentlich im Sprachzentrum ist, und hier ist das Sprachzentrum dann weiter nach hinten verlagert. Oder wir können genau zeigen mit dem intraoperativen Monitoring, wenn wir Schwierigkeiten haben, wo denn genau der Unterschied ist zwischen der Bewegungsregion und der Gefühlsregion, damit wir da keine Lähmung bekommen. Oder zum Beispiel einen sogenannten Akustikusneuronom, da können wir den Gesichtsnerven stimulieren bzw. uns auch warnen lassen, wenn wir zu sehr dran ziehen, dass wir diesen nicht verletzen und besser erhalten können. Sie sehen hier mal, wie so eine Hirntumoroperation funktioniert, anders häufig als bei anderen Tumoren im Körper. Man kann nicht gleich den ganzen Hirntumor rausnehmen, sondern man geht häufig in die Hirntumoren und hüllt die erst einmal aus. Und dann geht man, wenn die ausgehöhlt sind, geht man um den Tumor herum und alle kleinen in den Tumor ziehenden Gefäße werden koaguliert. Man muss immer aufpassen, dass so Gefäße, die da rumlaufen um den Tumor, dass die erhalten werden. Wenn man die einfach kappen würde, wenn man sie durchtrennen würde, dann hätten die Patienten eine Lähmung hinterher. Und das muss man natürlich unter allen Umständen vermeiden.
Hier nochmal die Herausforderung natürlich und warum wir viele Tumoren nicht komplett entfernen können, weil die so diffus wachsen und man gar keine Grenze mehr findet. Und wenn Sie jetzt alles wegnehmen würden hier von dem Gehirn, dann gibt es natürlich auch Lähmung. Das muss man vermeiden. Aber man hat die Möglichkeit, dass die Patienten vor der Operation bei bösartigen Hirntumoren einen bestimmten Trunk, sogenannte 5-Aminolevulinsäure, trinken. Und der reichert sich in dem Tumor an. Und wenn man das unter einem bestimmten Filter sieht, dann sieht man, dass der Tumor sich anreichert, aber die umgebenden gesunden Regionen nicht. Hier sehen Sie das nochmal. Hier ist so eine Höhle, da kann man das schwer erkennen, was eigentlich ist, aber das leuchtet dann schön auf, dass man weiß, hier ist kein Tumor, hier kein Tumor, aber hier drin in der Mitte, da ist noch Tumor. Eine große Hilfe, um Tumoren möglichst weitgehend zu entfernen, aber nicht über die Grenze hinaus zu entfernen. Manche Tumoren sind aber schwer erkennbar. Dafür haben wir auch die Neuronavigation, wie hier zum Beispiel, hier sehen Sie dieser Tumor und das Gehirn da drüber, man weiß gar nicht, wo das ist. Aber hier kann man mit der Ultraschallsonde auch nochmal genau sehen, ob man hier rein muss oder hier rein muss, um an den eigentlichen Tumor zu kommen. Und weil diese Bilder aus dem Ultraschall manchmal ein bisschen schwer zu interpretieren sind, kann man diese Ultraschallbilder auch mit der Kernspintomographie auch während der Operation miteinander verknüpfen und hat dann solche schönen Bilder. Hier ist also die Kernspintomographie, die Ultraschalluntersuchung und das hier das verknüpfte Bild, wo man dann doch sehr schnell weiß, wo man ist und wie man weitermachen muss. Und diese intraoperative Ultraschallkontrolle ist auch für uns ganz wichtig, dass man sieht, ob man den Tumor vollständig entfernt hat. Hier sehen Sie zum Beispiel, ja, hier ist ein kleiner Rest im Ultraschall. Man sieht in der Kernspintomographie, ja, da hat man wohl etwas, da ist wohl noch etwas Tumor übrig geblieben. Aber wie gut man das sieht, das ist schon erstaunlich, wie gut man während der Operation solche Sachen sehen kann. Hier sehen Sie übrigens auch das Hirnkammersystem und hier einfach verglichen mit der Kernspintomographie und mit der Ultraschalluntersuchung. Der Vorteil der Ultraschalluntersuchung ist natürlich am offenen Gehirn, dass man gut alles schallen kann. Das geht nicht am gesunden Gehirn, wo der Schädel davor ist und die Schallwellen absorbiert. Und wenn man operiert, kann man manchmal auch, eher selten heute, aber auch lokal eine Chemotherapie verabreichen, wie zum Beispiel hier bei einem Patienten mit einem Glioblastom. An manche Tumoren kommt man schlecht ran oder man würde gesundes Hirngewebe zerstören, wie Sie hier bei diesen Tumoren sehen. Aber da kann man mit einer sogenannten Stereotaxie mit einem Rahmen oder heute eher ohne Rahmen, rahmenlos einzelne Punkte Zentimeter und Millimeter genau ansteuern, um dort eine Biopsie zu bekommen, um zu sehen, ob man denn überhaupt operieren muss und wie man das operiert. Wenn man es operiert, muss man Hirngewebe immer schonen, so gut wie es irgendwie geht. Und Sie sehen zum Beispiel hier einen Tumor, der mitten eigentlich im Kopf ist. Nicht? Die Entfernung von vorne nach hinten, von oben nach unten ist praktisch überall gleich. Das ist ein sogenannter pinealis Dogen-Tumor. Und obwohl der eigentlich mitten im Gehirn ist, ist es ein oberflächlicher Tumor. Und wie operieren wir sowas? Das sehen Sie zum Beispiel hier. Die Patienten sitzen mehr oder weniger. Und wenn man den Schädel eröffnet, dann fällt einem das Kleinhirn hier etwas nach unten und gibt einem sozusagen diesen Weg hier frei. Sie sehen hier, da ist das Kleinhirnzelt, das ist das Kleinhirn. Und Sie sehen, dass dieser Tumor hier weg ist. Und dieses war hier der Zugang zu diesem Pathologie, zu diesem Tumor und der konnte hierüber vollständig entfernt werden, ohne dass man das Gehirn irgendwie malträtieren musste oder etwas kaputt machen musste. Hier sehen Sie einen Tumor in einer ähnlichen Region, genau die gleiche Region. Hier eine Metastase, hier geht das in den Hirnstamm herein, vor der Operation, nach der Operation. Und Sie sehen, wie gut die Patientin zwei oder drei Tage nach der Operation drauf ist. Hier sehen Sie noch etwas, nur ein paar Beispiele. Hier sehen Sie ein gigantisches Meningiom vor der Operation, nach der Operation. Hier sieht man, dass so das Gehirn so ein bisschen verändert ist in diesem Bereich, aber sonst sich das eigentlich alles normalisiert hat.
Hiermit, mit dieser Entfernung, ist der Patient geheilt. Oder hier ein großer Tumor im kleinen Bereich, auch ein Meningiom, ein gutartiger Hirntumor, hier allein durch die Operation geheilt. Hier ist es schon ein bisschen schwieriger, weil man an diesen Tumor schlecht rankam. Deshalb mussten wir diese Patientin zweimal operieren. Einmal von der einen Seite, da haben wir diesen Teil weggenommen. Das war nach der ersten Operation. Der Teil ist weg. Hier ist noch was übrig geblieben und dann der zweite Teil auch entfernt. Oder hier auch ein Tumor, der ganz übel sitzt, eine Patientin, die kaum noch gehen konnte, das Rückenmark zusammengedrückt hat und hier ist das Rückenmark wieder da und nichts vom Hirntumor zu sehen. Bei den bösartigen Hirntumoren ist aber häufig eine weitere Behandlung notwendig, das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Und da setzen wir uns einmal in der Woche zusammen und alle Patienten, die wir in der Woche operiert haben oder die neu zu uns gekommen sind, die werden im großen Kreis in der sogenannten interdisziplinären onkologischen, neuroonkologischen Konferenz besprochen, dem sogenannten Tumorboard. Und dort werden wir dann für jeden Patienten einzeln immer festlegen, was weiter gemacht werden muss. Wir suchen also die individuell beste Therapie für jeden aus. Hier habe ich noch mal ein paar andere Sachen, andere Tumorbehandlungsarten gezeigt, außer der Operation. Die stereotaktische Bestrahlung, also eine Bestrahlung, wo die einzelne, die Bestrahlung konzentriert wird auf den Tumor. Dadurch, dass man von allen Seiten bestrahlen kann, kriegt das Gehirn kaum was ab, aber der Tumor dann die ganze Dosis. Das Problem ist bei der Bestrahlung, dass das Ödem, was hier so überwiegend weiß aussieht, sehr lange bleibt. Und häufig ist es so, insbesondere bei gutartigen Tumoren, dass die Tumoren weiterhin bleiben, also da sind, nur hoffentlich nicht weiter wachsen. Das nennt man Tumorkontrolle. Und es gibt bei den bösartigen Tumoren heute die sogenannten Wechselstromfelder, die man nach einer Operation und nach einer Bestrahlung zusammen mit der Chemotherapie anlegen kann. Das sind solche Elektroden, die auf den Kopf geklebt werden und die dann das Gehirn und vor allen Dingen den Tumor unter so Wechselstromfelder setzen. Und man hat gesehen, dass dieses bei den bösartigen Tumoren, gerade beim Glioblastom, eine gewisse Besserung verspricht. Aber wie gesagt, um dieses alles zu indizieren, zu sehen, wer braucht eine Chemotherapie dazu, wer braucht eine Bestrahlung, da sitzen wir alle zusammen und Hirntumorbehandlung bedeutet häufig auch ein Teamwork. Bei den Meningiomen ist das häufig klar, aber bei den bösartigen Hirntumoren, bei den Metastasen, da sollen immer alle zusammen mit ins Boot kommen, um für den Patienten immer das individuell Beste herauszusuchen. Ich komme jetzt gleich zur Zusammenfassung, aber würde Sie vielleicht jetzt schon einmal bitten, dass, wenn Sie Fragen haben, dieses im Chat aufschreiben, damit wir nachher darüber ein bisschen diskutieren können. Ganz kurz, wenn Sie die Diagnose eines Hirntumors haben, das Wichtigste erstmal, suchen Sie rasch einen Hirntumorspezialisten auf, damit er erstmal eine entsprechende Wertung vornehmen kann und Ihnen auch sagen kann, wo es lang geht, damit Sie entsprechend vielleicht beruhigt sind, vielleicht auch nicht immer beruhigt sind, aber dass Sie wissen, wo dran Sie sind. Die Ungewissheit macht einen ja häufig verrückt. Und wenn man weiß, auch wenn es nicht immer so gut ist, wie man es gerne haben möchte, aber wenn man weiß, wo dran man ist, geht es einem häufig auch schon ein bisschen besser. Viele Hirntumoren sind heilbar. Denken Sie einfach daran. Hirntumor ist nicht gleich Hirntumor. Und viele Patienten, die zu mir weinend gekommen sind mit der Diagnose, den habe ich sagen müssen, ist alles in Ordnung, wir müssen gar nichts machen. Lebenserwartung ist vielleicht ganz normal. Also sowas kann auch dahinter sein und ist gar nicht so selten. Hirntumoren sind heute, oder Hirntumoroperationen sind häufig sichere Operationen. Aber es ist natürlich wichtig, dass Sie in ein Hirntumorzentrum gehen oder dass Sie in eine große Neurochirurgie, wo häufig am Gehirn und häufig Hirntumoren operiert werden. Das wie mit so vielen Sachen. Sachen, die man häufig macht, die kann man gut, die kann man besser. Da gibt es weniger Komplikationen. Wenn man solche Operationen nur selten macht, ist das schwierig. Und es ist natürlich wichtig, dass Sie eine 24-Stunden-Betreuung haben, dass also die entsprechende Abteilung oder ein entsprechender Facharzt möglichst immer vor Ort ist.
Bei gutartigen Tumoren reicht häufig die OP ganz alleine aus. Bei bösartigen Tumoren ist häufig eine Kombinationstherapie notwendig, wo man zunächst operiert, dann eine Bestrahlung und Chemotherapie dazukommt, vielleicht auch eine Immuntherapie, vielleicht diese Wechselstromfelder und so weiter. So, damit bin ich am Ende. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen über Hirntumoren, was das für den Einzelnen vielleicht bedeuten kann, dass es häufig gar nicht so schlimm ist, in vielen Fällen zwar schlimm ist, aber dass man doch häufig relativ sicher etwas machen kann. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann würde ich Sie bitten, jetzt diese Fragen zu stellen oder sonst auch später uns einmal per E-Mail da zu kontaktieren. Und jetzt bin ich am Ende und ich sehe bisher noch keine Fragen. Muss mal gucken, ob ich hier im Chat komme. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz, wenn Sie so einen Tumor haben, kriegen Sie häufig ja die Diagnose vielleicht vom Radiologen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da ist ein Hirntumor. Gehen Sie mal zu einem Neurochirurgen oder zu einem Neurologen oder zu einem Hirntumorspezialisten. Machen Sie das auch, weil die ganze Zeit, die Sie diese Unsicherheit haben, was passiert eigentlich, was muss gemacht werden, da kann der Neurochirurg, selbst wenn es nicht so ein gutartiger Tumor ist, Sie doch sehr beruhigen und Ihnen zuerst mal sagen, wo es lang geht. Aber wie gesagt, viele Tumoren, wenn man hört, was dahinter steckt, ist vielleicht halb so wild. Also die Aufklärung ganz am Anfang ist schon mal entscheidend, um überhaupt durch diese schwere Phase zu kommen. So, ich sehe noch keine Fragen bisher. Möglicherweise war das erschöpfend. Möglicherweise habe ich Sie auch ein bisschen erschlagen mit all diesen Fällen. Nehmen Sie mit, wenn Sie das haben, melden Sie sich in der Neurochirurgie oder wenn Sie jemanden Bekanntes haben, der das hat, empfehlen Sie ihm, dass er sich in der Neurochirurgie meldet, damit er aufgeklärt wird, damit er entsprechend behandelt wird. Und nehmen Sie vielleicht auch die Angst. Eine Hirnoperation ist heute ganz anders als vor 20 Jahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem jetzt auch keine weiteren oder keine Fragen kommen, bedanke ich mich erstmal, dass Sie hier uns besucht haben in der Sprechstunde Altona. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend darf vielleicht ankündigen, dass die nächste Sprechstunde Altona, die ja häufig hier ist, von der Neurochirurgie am 28. Oktober zu Nackenschmerzen, Armschmerzen kommen, zu zervikalen, also Bandscheibenvorfällen von der Halswirbelsäule. So. Damit bin ich dann am Ende und würde mich freuen, Sie wiederzusehen, vielleicht in einem der nächsten Live-Chats. Wiederschauen.